Beliebt ist Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und das weit über die Parteigrenzen der Linken hinaus. Dennoch steht seine Wiederwahl auf eher wackeligen Beinen. Er plant eine Minderheitsregierung mit SPD und Grünen in Erfurt. Dafür müssten sie künftig bei jedem Vorhaben auf die Opposition zugehen. Doch bereits nach der Wahl machte Ramelow klar, zu der Thüringer CDU habe er ein gutes Verhältnis. Ich arbeite mit der Union in diesem Parlament schon seit vielen, vielen Legislaturen zusammen. Demokraten sollten immer miteinander zusammenarbeiten können. Damit das klappt, muss Ramelow aber vom Landtag wiedergewählt werden. In den ersten beiden Wahlgängen benötigt er dafür die absolute Mehrheit. Rot-Rot-Grün fehlen dafür allerdings 4 Stimmen. Im dritten Wahlgang reicht dagegen eine relative Mehrheit. Unklar ist allerdings, wer genau gegen Ramelow antritt. Die AfD will einen Kandidaten stellen, CDU und FDP dagegen wohl nur, wenn nach 2 Wahlgängen noch kein Gewinner feststeht. Aufgrund der schwierigen Lage ermuntert Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther die Union, Ramelows Kandidatur nicht zu blockieren und in einer Minderheitsregierung mit ihm zusammenzuarbeiten. Zum Markenkern der CDU hat es immer gehört, dass wir, egal wie schwierig die Situation war, uns immer in Verantwortung begeben haben. Die Antwort kann nicht sein, dass wir sturheil in die Opposition gehen, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Günther hatte bereits in der Vergangenheit für Koalitionen von Union und Linkspartei im Osten geworben. Ein Parteitagsbeschluss schließt bisher aber ein solches Bündnis aus, genau wie mit der AfD.